Hi! Hey Leute! So. Wir sind wieder da mit einer neuen Episode. Heute mit Erdbeersirup und Blue Cola Star. Natürlich ohne Alkohol, nicht dass ihr denkt. Ein Bar-Sirup, der ist auch sehr süß und schmeckt lecker. Tja, dann fangen wir direkt einfach mal an. Es geht los, einfach mit dem Grundrezept, wieder alle Zutaten normal. Butter, Backpulver, Zucker, Eier, Mehl. Ja, so, jetzt haben wir alles gemixt, jetzt müssen wir das nur noch aufteilen. Macht der Lennart so wie immer. Dieses Wachsinn macht Lennart nur für die Outtakes. Auch, aber nicht nur. So, heute haben wir auch endlich mal, weil der Jeff sowas nicht hat, ein richtiges Muffinblech. Und wir empfehlen euch mal so eins zu nutzen, weil ein Backblech für so Muffins einfach scheiße ist. Weil man die darauf gar nicht backen kann. Ja, vor allem wenn der Teig zu flüssig ist, dann läuft ja, es raus. Ja, aber vor allem einfach so ein Backblech ist nicht gut dafür. Ja. So, dann kommen wir zum Sirup. Ich würde jetzt Blue Cola Sau. So, dann hier Erdbeersirup. Stopp. So, auch hier kommt ein Löffel rein. Bei dem Sirup lieber genau einen Löffel nehmen, weil der Sirup wirklich sehr viel stärker schmeckt als Fanta. Letztes Mal mit dem Blue Cola Sauerteig. Wie ihr es schon gesehen habt, sieht das sehr geil aus. Ja, grün. Mal sehen, wie es schmecken wird. Also der Sirup an sich, der schmeckt eigentlich sehr lecker. Also beide. So wie es im Muffin schmeckt, wissen wir nicht. Ja, dann kommt das jetzt alles nur noch in den Backofen und wir haben mal wieder, wie die Profis, vorgeheilt. Richtig. Geht das Ganze in den Backofen und wir haben nicht vorgeheilt. Nein, ich fühle nur das Backofen. Rein damit und in 20 Minuten sehen wir uns wieder. Ciao. Die Videos sind fertig, genau. Ja. Die Muffins sind Achtung. Fertig. So sehen sie aus. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus, weil die sind hier braun. Wollen aber innen drin grün. Wie so ein Vulkan. Das ist wirklich richtig geil. So, das Blech, das ist wirklich scheiße heiß. Hopp. Ja, und dann geht es jetzt auch schon wieder ans Essen. Ja, die Muffins sind fertig. Hier haben wir die Blue Curaçao. Sehen aus wie ein Vulkan. Grüne Lava. Die sind super cool, also wirklich so braun. Aber innen drin grün, das ist einfach nur geil. So, wollen wir mal was essen? Ja, probieren wir mal. Tschüss.
Schmecken sie lecker. Ich finde sie top. Super ja. Lecker. Ja, ja. Dann spielen wir mal rein. Ich mal ein Erdbeer. Ich auch. Die Erdbeermuffins sehen super normal aus, aber sehr lecker. Die sind auch sehr schön geworden, dieses. So, dann probieren wir mal. Das hat einen sehr starken, leckeren Erdbeergeschmack. Richtig total lecker. Ich finde Strawberry besser als Blutgewasser. Ich finde sie beide super und zwar gleich super. Das sind einfach nur die leckersten Muffins, die wir, glaube ich, bisher gemacht haben. Ja. Ja, finde ich super geil. Also, unsere Empfehlung, probiert es sehr gerne zu Hause aus. Die sind einfach nur super lecker. Ja, das war's dann auch von uns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Lasst eine Bewertung da für diesen leckeren grünen Muffin. Abonniert doch uns bitte, damit ihr nichts mehr verpasst. Tschö. Ciao.